I'll tell you what's the worst part about television is the programming, yeah. The philosophy, okay? I mean, the manipulating of your mind, the philosophy, the mentality, the system of thinking, the ideology. That's what's wrong with television. That's what's wrong with movies. That's where they're really getting in your head. Hey Leute, ich bin Alex und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch 10 gruselige Videos und Fakten über Disney. Disney, einst von den beiden Brüdern Roy und Walt gegründet, ist heute ein milliardenschweres Unternehmen. Doch wie bei jedem großen Unternehmen hat auch Disney eine sehr dunkle Seite. Und genau die möchte ich euch heute zeigen. Disney-Filme waren schon immer ein riesiger Spielplatz für Verschwörungstheoretiker. Von haltlosen Anschuldigungen bis hin zu eindeutigen Beweisen, die überall im Internet zu finden sind. Gruselige Kostüme, Rassismus, Vergewaltigung, sexuelle Anspielungen, Kriegspropaganda und Satanssymbole. Klingt nicht gerade nach einem kinderfreundlichen Unternehmen. Einige Eltern sind besorgt. Denn viele Theorien behaupten, dass die versteckten Botschaften von Disney absichtlich eingefügt wurden, um Kinder an Wörter wie Sex oder Geschlechtsteile zu gewöhnen. Da Disney bzw. Hollywood ein Ort voller Pädophiler und Vergewaltiger ist. James Gunn, ein Direktor der Marvel Studios. Die Marvel Studios sind ein Teil der Walt Disney Company. James macht öffentliche Tweets über seine Vorliebe zu Pädophilie. Für diese Tweets wurde James gefeuert. Doch nur einige Wochen später befand er sich wieder zurück auf der Arbeit. Nickelodeons Producer Dan Schneider verlor seinen Job, weil er die Finger nicht von jüngeren Mädchen lassen konnte. Aber wenn man diese Bilder als das betrachtet, was sie sind, sind diese Witze oft der beste Teil des Films, auch wenn sie nur die Hälfte des Publikums versteht. Schauen wir uns 10 dieser Bilder und Fakten genauer an. Mal sehen, was ihr dann darüber denkt. Walt Disney selbst wurde oft als Antisemit und rassenfeindlich beschrieben. Und auch andere Filme weisen auf antisemitische Zeichen hin, so wie 101 Dalmatiner. Nur ein Zufall? Ihr glaubt mir nicht? Dann seht euch auf Nummer 9 Ausschnitte dieses Propagandafilms namens Der Führers Face an. Oder sucht doch einfach nach Donald Duck, The Spirit of 43 oder Education for Dad. Es ist wohl klar, dass die Kinder zu Kriegszeiten darüber informiert werden müssen. Aber so? In den Filmen werden Kinder dazu animiert, gegen andere freiwillig in den Tod zu gehen. Und unterbewusst auf den Krieg vorbereitet. Ein eher lustiger Fakt. Nummer 8. The Shining in Toy Story. Ja genau, Stephen Kings Horrorgeschichte findet sich doch tatsächlich in Toy Story wieder. Buzz und Woody kommen zu Sid, der Junge, der Spielzeuge quält. Doch der Gang, durch den die beiden entkommen, hat den gleichen Boden wie das Hotel in The Shining. Wie auch Jack in The Shining hat Buzz mit einem psychischen Zusammenbruch zu kämpfen, als er herausfindet, dass er nur ein Spielzeug ist. Der Truck in Toy Story 3 hat das Nummernschild RM237, wie der gruselige Hotelraum in The Shining. Der Raum wird auch ein zweites Mal erwähnt, von Trixie. Velocistar 237? Oh, that's just a dinosaur toy down the street. Und auch der Mann von der Reinigungsfirma heißt Mr. Tommy, sowie Dannys imaginärer Freund und Stimme in seinen Inneren. Ein Film über Menstruation von 1949 und ein Unterwäschenladen auf der Main Street in Disneyland im Jahre 1955 gab mehr Fragen als Antworten. Einige Jahre später wurde der Unterwäschenladen wieder geschlossen. Da realisierte wohl auch Disney, dass er zu weit ging. Oder wärt ihr lieber als kleines Kind mit eurer Mutter in diesen Laden gegangen, als auf das nächste Karussell? In The Story of Menstruation wird der jungen Dame übrigens geraten, den Schmerz zu verstecken und zu schauspielern, dass es ihr gut geht. Nummer 6. Rassistische Liedtexte. In Peter Pan gibt es einen Song namens Warum ist die Rothaut rot? Darin wird der Indianer verspottet
und darauf hingewiesen, dass man doch Gott fragen sollte, wieso die Rothaut rot ist. Noch schockierender ist aber Nummer 5, der Titel Savages oder Wilde sind's in dem Film Pocahontas. Der Songtext lautet: Was erwartet ihr von schmutzigen kleinen Heiden? Wer gottlos ist, der ist mir gar nicht recht. Die Haut ist teuflisch rot, am besten wäre sie tot. Die Würmer sind verrott und schlecht. Ja, wilde sind's, Menschliches vermisst man. Jagt sie bis zum Sieg, sie sind nicht so wie wir. Das heißt, dann sind sie böse. Trommelschlagen für den Krieg. Nummer 4. Sexuelle Anspielungen in Disney-Filmen. Zuerst dachte ich, es sei nur ein Scherz oder ein Zufall. Doch dann fand ich es überall. Ich zeige euch einfach diese Bilder und ihr entscheidet selber, was ihr seht. Ist euch irgendetwas davon in eurer Kindheit aufgefallen? Nummer 3. Und wer bis hierhin geschaut hat, schreibt den Hashtag "Du hast meine Kindheit zerstört" in die Kommentare. Wusstet ihr, dass Disney 1940 Kriegsbündnisse verkaufte? Nummer 2. Gruselige Disney-Kostüme. Die ersten Charaktere im Disneyland bestanden aus Schaumstoffmasken mit riesigen Löchern. Die Masken stammten ursprünglich von Disney on Ice und waren dazu da, dass die Schlittschuhläufer ein größeres Sichtfeld hatten. Doch wenn ihr denkt, diese ausgeschnittenen Schaumstoffmasken von 1955 sind das Gruseligste, was ihr je gesehen habt, dann habt ihr euch getäuscht. Denn in der Zeitspanne von den 1920ern, wo der erste Disney-Film rauskam, bis zu den 1930ern, gab es eine Zeit, in der viele Fans und Kostümshops ihre eigenen Kreationen von Disney rausbrachten. Doch auch Disney selbst beauftragte viele dieser Firmen, um Kostüme herzustellen. Was denkt ihr über diese Kostüme? Mir läuft beim Anblick dieser Kostüme ein kalter Schauer über den Rücken. Vor allem, wenn wie auf diesem Bild, wo euch eine Masse Mickey-Maus-Köpfe geradewegs in die Seele gucken. Nummer 1. Walt Disney selbst beobachtete und belauschte Gespräche von einem Fenster in der Main Street in Disneyland. Heute steht dort eine Kerze zu seinem Gedenken. Doch immer noch verwendet man Duftstoffe, die von der Main Street im Disneyland ausgesprüht werden, die die Menschen manipulieren sollen, glücklicher zu sein. Wie denkt ihr jetzt über Disney?
Was denkt ihr über die ganzen Theorien? Schreibt's gerne in die Kommentare. Und mein Lieblingskommentar diese Woche ist dieses hier. Und ich bin sehr stolz darauf, dich hier zu haben. Und ich versuche dir natürlich ein gutes Vorbild zu sein. Danke auch an alle anderen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis dann. Adios.